Russland hören und sehen. Willkommen bei Reportagen aus der russischen Provinz auf Russland TV. Wir befinden uns in Fjersikowa, einem 3000 Seelendorf zwischen Kaluga und Tarussa. Heute besuchen wir Sergej. Sergej ist Messerschmied, Tischler, Reisbauer, Schmuggler und vor allem Geschichtenerzähler. Er entließ uns bei unserem letzten Besuch mit dem Versprechen, uns das nächste Mal davon zu erzählen, wie es dazu kam, dass er seinerzeit am Jordan über 50 Leute taufte, weil man ihn mit dem Priester verwechselte. Okay, пойдем. Wir treffen Sergej auf der Straße vor seinem Haus. Er kommt mit 2 Eimern Wasser vom Brunnen, weil er im Moment kein fließend Wasser zu Hause hat. Bevor wir zu unserer wichtigsten Frage nach der Taufaktion vordringen können, zeigt uns der Schmied seine Werkstatt mit den selbstgemachten Werkzeugen und Messern. Um die Prachtstücke akkurat zu präsentieren, macht Sergej noch ein wenig Platz. Die getrockneten Birkenästchen, die an der Decke hängen, warten übrigens auf ihren Einsatz in der Sauna. Sie beleben den Kreislauf, indem man sich mit ihnen schlägt. Die Werkstatt befindet sich zurzeit im Umbau zur Schmiede. Also da wären selbstgemachte Schmiedewerkzeuge, Hobel und Stechbeitel und eine der Äxte, von denen Sergej über 300 für die Feuerwehr geschmiedet hat. Und dann packt Sergej seine Messer aus. Viele davon waren Auftragsarbeiten, von denen er für sich ein Duplikat angefertigt hat. Ein Messer verschenken, das würde Sergej übrigens nie tun. Denn ein geschenktes Messer zerschneidet die Freundschaft und bringt böses Blut. Das ist ein Messer zum Überleben in schwierigen Situationen. Man kann sogar einen Baum damit fällen. Der Griff ist aus geschmolzenen Plastiktüten gemacht. Der Griff dieses Messers ist ebenfalls aus Plastiktüten gefertigt. Das ist im Prinzip ein Wurfmesser. Dieses Messer ist aus den Ventilklappen eines Autos gemacht. Natürlich müssen sie entsprechend bearbeitet werden. Wozu ich dieses hier gefertigt habe, weiß ich nicht mehr. Hab's halt vergessen. Es war übrigens nicht einfach, es zu schmieden. Dieses Messer habe ich gemacht, nachdem ich es in einem Film gesehen habe. Ich habe mir das nicht selber ausgedacht. Ich sehe Messer im Fernsehen und mache Kopien davon. So zum Beispiel auch dieses Messer. In der Taiga wäre es praktisch. Man kann Holz hacken damit oder Kartoffeln schälen. Dieses Messer hier. Der Griff ist aus Leim, Stofflappen, Faden und Lack gemacht. Er wird mit den Lappen umwickelt und verleimt. Diese hier habe ich auch so gemacht. Darunter ist das ein normaler Holzstock. Die Oberfläche ist aus Stofflappen und Leim. Also, wie wird's gemacht? Man nimmt den Stock, trägt Leim auf, umwickelt ihn anschließend mit Stoff und dann nochmals eine Schicht Leim darüber. Zum Schluss, wenn der Stock die gewünschte Form hat, kommt noch eine Schicht Lack darüber. Zuoberst kommt noch ein Stückchen Leder drauf. Das ist alles. Und dann kann die Babuschka damit gehen. Ich habe dieses Ding auch ein paar Babuschkas angeboten. Die haben aber Angst gekriegt, wollten es nicht nehmen. Ich habe gesagt, gratis. 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 Und nehmen es nicht. Neben Eisen weiß Sergej auch mit Holz umzugehen. Er stellt für uns einen der Stühle zusammen, die er gezimmert hat. Mit seinem Freund, der momentan obdachlos ist und deswegen bei Sergej wohnen kann, hat er sich schon einen Kleiderschrank und Betten für die Nachbarskinder gemacht. Nun ist es aber höchste Zeit für eine kleine Teepause, bevor uns Sergej die turbulenten Stationen seiner Biografie an der Russlandkarte vor Augen führen wird. Das ist ja immerhin für Europa. Geboren wurde Sergej in Birsk, einer Stadt in der russischen Republik Baschkirien. Seine Familie litt dort unter Hunger. Bald zogen sie weiter nach Usbekistan, welches damals zur Sowjetunion gehörte, nach Uchkuduk. Uchkuduk wurde 1958 als Industriestadt gegründet. Im selben Jahr begann man dort mit dem Uranabbau. Dadurch bestand ein großer Bedarf an Arbeitskräften und so wurde auch Sergejs Vater als Geologe dorthin in die Wüste geschickt. In Usbekistan war unsere Familie gut versorgt. Der Lohn war anständig, es fehlte an nichts. Auf meine Frage, wie das Zusammenleben mit der usbekischen Bevölkerung war, sagt Sergej: Oh, da lebten keine Usbeken, sondern ausschließlich zugereiste Arbeitskräfte aus Weißrussland, aus der Ukraine und sogar einen Deutschen habe ich gesehen. Uchkuduk war wegen des Uranabbaus bis 1979 eine geschlossene Stadt. Da sein Vater immer wieder versetzt wurde, verbrachte Sergej seine Jugend außerdem in Woronesch südlich von Moskau, in Skavardino in Südostsibirien, in Salsk an der Grenze zum Kaukasus, wo er seinen Eltern beim Reisanbau half, in Kaliningrad und in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg. Na, wie sind wir Menschen denn? Gibt man uns nicht? Nehmen wir uns halt ein bisschen. Wissen Sie, wie meine Tante Fleisch aus der Fleischfabrik geschmuggelt hat? Sie hat zwei Hosen angezogen, Leggings. Ich habe das gesehen, als sie das Geheimnis zu Hause lüftete, also die Hosen runterließ. Sie ist ja eine etwas fülligere Frau. Und nach der Arbeit hat sie die Hosen angezogen, eine Lage Fleisch umgebunden und das zweite Paar Hosen darüber gezogen. Und dann ab durch den Ausgang. Natürlich wissen alle davon. Aber wenn der Wächter trotzdem auf die Idee kam, sie zu kontrollieren, hat sie ihm gedroht. Komm mir bloß nicht zu nahe. So hat man Fleisch geschmuggelt. Was soll man machen? Essen muss man ja. Sein Nomadenleben führte Sergej auch im Erwachsenenleben fort. Er absolvierte seinen Militärdienst in Leningrad und Kaliningrad. Er ist stolz darauf, in der Truppe des dreifachen Helden der Sowjetunion, Alexander Iwanowitsch Pokryschkin, gedient zu haben, der 59 deutsche Flieger vom Himmel holte. Danach führte ihn der Wunsch, Schauspieler zu werden, an die Theaterakademie in Leningrad. Aber er wurde nicht aufgenommen und machte eine Ausbildung zum Schiffsbauer. Schließlich war das Studentenwohnheim komfortabel und es sprang sogar ein Stipendium dabei raus. Nebenbei besuchte er Theaterkurse, doch mit der Schauspielkarriere hat es trotzdem nicht geklappt. Er landete also wieder in Rastov am Don. Also dort habe ich angefangen zu... wie kann ich raus auf Russisch? Hey Serjosch, wie soll ich Ihnen das beibringen? Also kurz gesagt, ich war jung, auf Abenteuer raus. Ja? Wie kann ich das anders? Ach, genau. Stell dich ein. Ach, was für ein Stell dich ein denn? Kurzum, ich bin ein bisschen rumgereist. Diese Reise führte Sergej schlussendlich nach Donetsk, wo er im Trolleybus seine zukünftige Frau kennenlernte. Es war Liebe auf den ersten Blick. Gleich am ersten Abend ging er mit ihr nach Hause, obwohl sie ihn zuerst abwies. Ich habe die Wohnung gesehen, Zentrum der Stadt, schöne Frau, alles wunderbar. Nur die Schwiegermutter war gar nicht begeistert von mir. Aber ich ließ mich nicht abwimmeln, weil meine Frau hat mich wirklich vom ersten Augenblick an verzaubert. Oh, wie frech ich war. Sehr frech. Nun wollen wir aber erfahren, was es mit dieser Taufgeschichte auf sich hat. Ich lag auf dem Sofa, hatte nichts zu tun. Kühlschrank, Fernseher, Sofa. Ich war ohne Arbeit, faulenzte gezwungenermaßen. Da hat meine Tochter den Pfarrer um Rat gefragt und der hat mich gleich als Gehilfen eingestellt. So kam es, dass Sergej in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar, in der die orthodoxen Russen zum Gedenken an die Taufe Jesu dreimal ins Eiswasser tauchen, das Eisloch am Zufrieren hindern sollte. Traditionellerweise sägt man in einen zugefrorenen See oder Fluss ein Loch in Form eines Kreuzes aus dem Eis und richtet dieses Kreuz dann vor dem entstandenen Tauchbecken auf. Der Pfarrer, in Russland Batjuschka, segnet das offengelegte Wasser und die Gläubigen steigen hinein. Das Ritual symbolisiert die Taufe Jesu im Jordan. Deswegen nennt man dieses Eisloch in Kreuzform in Russland Jordan. Sergej stand also mit der Schaufel am Eisloch, der Batjuschka war in der Messe, als im Dunkeln bereits die ersten Tauchwilligen erschienen und fragten, ist das Wasser gesegnet? Dürfen wir hinein? Ich habe kurz überlegt, Andeutungen gemacht. Naja, es ist kalt, minus 27 Grad und man muss doch essen, sagte ich. Also eigentlich kann man schon, wenn... Sie fragten, was man mir bringen könne. Und als Käse, Brot und Wurst übergeben wurden, konnte man über die Sache nochmals reden. Sie zogen sich aus, ich aß und der Jordan öffnete sich. Der erste rein, der zweite rein. Man brachte mir noch Äpfel und Mandarinen und ich wurde immer seliger und langsam aber sicher Herr der Lage. Der 30. war schon durch. Für mich war das natürlich praktisch, weil das Loch nicht mehr zufrieren konnte. Und plötzlich kommt so ein Walrus, 130 Kilogramm, flutscht rein. Ich schaue ihm so zu und denke, Wenn wir der nicht mehr rauskommen, dann muss ich mit der Schaufel erschlagen. Doch, er hat es geschafft. Die Leiter ging nicht einmal zu Bruch. Gut, seine Hosen hat er verloren, aber sei es drum. Alle kamen sie, selbst Banditen mit ihren goldenen Kreuzen um den Hals. Sie tauchten auf und schickten die schlimmsten Flüche in die Kälte. Da war mir klar, die sind getauft. Ich habe ihnen aber vergeben. Nach der Messe kam der Batjuschka und von da an spielte ich nur noch die zweite Geige. Da wurde es langweilig. So hat es sich zugetragen damals im Jordan. So und nicht anders. Na, vielleicht ein wenig anders. Wie dem auch sei, Sergej badet selbst gern in heiligen Quellen, aus welchen Sünden auch immer. Bei meinem letzten Bad in einer heiligen Quelle, an dem Tag war ich mies gelaunt, böse, tauchte ich das erste Mal mit dem Kopf unter und verspürte einen regelrechten elektrischen Schlag in der Brust. Und als ich wieder aus dem Wasser auftauchte, fühlte ich mich so ruhig, ruhig. Kein Hauch mehr von Boshaftigkeit. Gütig, gut.